Morgen, hi. Ich mache jetzt heute Morgen ein HIIT-Workout und das mache ich heute beim Laufen. Und wie das genau aussieht, siehst du gleich nachher. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, Intervalltraining. Heute unterstütze ich meine Trainingspartnerin, die Petra, aus meinem Laufteam. Und ich wünsche euch viel Spaß. Es geht jetzt los mit dem ersten Sprint, Bergstrecke. Eine Minute jumpen wir jetzt da hoch. Und da solltest du wirklich versuchen, während dem Laufen dein schnellstes Tempo vorzulegen, dass du richtig gefordert wirst und merkst, kommst völlig außer Atem. Der Weg wird lang und du schaffst die Minute gerade so. Und Petra läuft schon vorne, ich sprinte jetzt hinterher. So. Okay. Puh, sind jetzt oben. Das war jetzt richtig anstrengend. Eine Minute lang wirklich schnellstmöglicher Sprint an der Hügel- oder Bergstrecke. Und jetzt erstmal laufe ich ein paar Meter und dann gehe ich über ein langsames Joggen. Und das ungefähr für so 2 bis 3 Minuten. Für den Berg brauche ich immer gute Musik auf den Ohren, wie so ein Butzer hat, der noch mal nach 2 bis 3 Minuten lockeres Joggen kommen noch jeweils immer eine Kraftübung. Also am besten ist, du machst 3 bis 5 Durchgänge von diesem Intervalltraining. Das heißt, du sprintest einen Berg hoch, was eine Minute lang dauert. Du gehst 2 bis 3 Minuten oder joggst langsam und dann machst du eine der 3 Kraftübungen. Deine letzte Runde kannst du dann, wenn du willst, noch mal 10 Minuten ganz gemütlich joggen, einfach so, um den Körper wieder runterzubringen, um noch ein bisschen die Fettverbrennung anzukurbeln. Besonders wenn du nur 3 Runden machst. Im Idealfall ist das Training 30 Minuten lang, also 5 Durchgänge Intervalltraining. Aber du kannst auch genauso gut nur 3 Runden machen, je nach Zeit. Und die kurze Zeitspanne kriegst du einfach immer im Alltag unter.